Eigentlich ist die Stadt Güssing ja die Basketballhauptstadt Österreichs. Der Verein der Güssinger Knights krönte sich vor einigen Tagen erneut zum Meister der Männer-Bundesliga. Für 3 Tage jedenfalls war Güssing und Umgebung auch eine Radsporthauptstadt. Etliche Teams sind ja nach dem Zeitfahren gleich im Burgenland geblieben, was auch die Touristiker gefreut hat. Nach der Zeitfahr-Staatsmeisterschaft am 26. Juni in Sulz bei Güssing stand am 28. die Straßeneinzel-Staatsmeisterschaft mit Start und Ziel am Hauptplatz in Güssing am Programm. 28 Frauen und Juniorinnen waren am Start und hatten 71 bzw. 95 Kilometer zu bewältigen. Nach der ersten von 4 Runden ist das Feld noch geschlossen. In der Mitte der 2. Runde setzen sich 7 Frauen ab und haben bei der 2. Durchfahrt in Güssing einen Abstand von 49 Sekunden. Martina Ritter, Veronika Windisch, Sarah Reikes, Daniela Bintarelli, Jacqueline Hahn, Katrin Schweinberger und Christina Berchtold vergrößern mit einem Schnitt von 35,93 km/h den Abstand zum Feld in der 3. Runde auf 4 Minuten. Für die Juniorinnen heißt es nun vorbereiten auf den Zielsprint und damit die Elite-Frauen und U23 nicht in den Zielsprint geraten, lassen sich diese zurückfallen und die Juniorinnen können das Rennen unter sich ausmachen. Mit einem Jubelschrei überquert die frisch gebackene Junioren-Staatsmeisterin Sarah Danzl nach 71 Kilometer Fahrt die Ziellinie. Die Frauen haben noch 26 Kilometer vor sich. Vorne hat sich nun auch die Spitze geteilt. Martina Ritter und Daniela Pintarelli können sich absetzen und Ritter hat noch genügend Power, um den Zielsprint für sich zu entscheiden. Zweite wird Daniela Pintarelli, Platz 3 geht an Christina Berchtold. Für mich ist der Staatsmeistertitel einfach was ganz Besonderes. Das ist einfach im Radsport so, und wenn man jetzt das eigene Land im Ausland präsentieren darf und mit dem Meistertrikot am Start steht bei den internationalen Rennen und man hat natürlich einen Bonus auch bei den Weltcups, darf man dann in der ersten Reihe starten. 92 Fahrer aus der Elite und U23 nehmen bei den Herren die 192 Kilometer rund um Güssing in Angriff. Darunter auch einige Pro-Tour-Fahrer. Aller guten Dinge sind 3, nämlich 3 Staatsmeistertitel hintereinander, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr weit entferntes Ziel. Ricardo Zöber. Ja, wie es kommt, so kommt es. Also, ich habe letztes Jahr nicht damit gerechnet. Und, man kann eh nichts erzwingen als Einzelkämpfer. Und, die Strecken finde ich sehr, sehr schön. Ist eine super Klassiker-Strecke für mich. Nicht schwer genug, aber im Endeffekt wird sicher hartes Rennen und die Meisterschaften sind immer hart umkämpft und ja, wird ein super Rennen, denke mal, und was dann rauskommt, da werden wir dann sehen. Alle sprechen hier auf dieser Strecke von Marco Haller, ich auch. Ist es ein Kurs, der Ihnen entgegenkommen könnte? Definitiv, ja. Man hat gehört, es sind kleine kurze Hügel. Der Wind könnte durchaus eine Rolle spielen. Die Distanz mit 200 Kilometer fast liegt uns sicher auch. Aber es haben wir auch, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr offener und demnach ein sehr, sehr fairer Kurs. Ich denke, heute werden es gibt theoretisch ganz viele Sieger geben und ich glaube, es ist eher ein Nachteil, wenn alles auf einen schaut. Gibt es stille Allianzen zwischen den internationalen, also zwischen den Auslandsprofis? Das wäre unnötig, wenn man das im Vorhinein schon beschließen könnte. Wir müssen erst mal schauen, wie wir uns selbst überhaupt fühlen. Es ist immer was ganz Spezielles, da zu Hause zu fahren und als Einzelstarter am Start zu sehen. Und, aber man ist offen für alles, ne? Ich denke, am Ende ist jeder Sportsmann und da will jeder selbst gewinnen. Also glaube ich eher nicht. Georg Breidler fährt sich als frisch gebackener Staatsmeister 2 Tage später auch beim Einzelrennen schon ein bisschen leichter. Ja, noch einmal bin ich nicht am Radl gesessen seitdem, aber ich hoffe schon, ja.
Was erwartet man heute? Oder was erwarten Sie persönlich hier? Ja, es ist schwer zu sagen. Es ist wirklich ein Kurs, der offen für alles ist. Es ist sehr windig. Ja. Es sind leichte Hügel drinnen, habe ich gehört. Ich habe die Runde leider noch nicht gesehen. Das wird sich, glaube ich, in der ersten Runde gleich einmal abzeichnen, was passieren wird. Aber alle sagen, wenn einer von den World Tour Profis, wenn man sagt, aus dem Sattel steigt, fahren 50 andere nach. Ne? Genau so ungefähr. Deswegen wird es sehr schwer. Ja. Als österreichischer Radsportfreund muss man sich freuen, wenn ein Aushängeschild wie der Bernhard Eisler wieder einmal seine ganz wenigen leider Österreich-Auftritte hat. Was erwarten Sie sich denn heute? Sie sind vergangenes Jahr bei einem sehr schweren Rennen Dritter geworden. Und heuer? Ja, natürlich. Nur weil der Kurs leichter ist, wird das Radrennen nicht leichter. Es ist immer der alte Spruch, es ist die Fahrer machen das Rennen schwer und es wird auch heute so sein. Also es ist eine anspruchsvolle Runde oder zwei Runden und ja, schauen wir mal. Motiviert bin ich, Form stimmt noch, ist zwar schon am Ende oder am Abklingen, aber ja, motiviert bin ich und schauen wir mal. Aber natürlich, Team Felbermayr hat eine Top-Mannschaft am Start und Marco Aller ist in Top-Form. Also Georg Breidler hat gezeigt, dass er als österreichischer Meister im Zeitfahren, dass er wirklich in, ja, eigentlich der Mann ist derzeit mit der besten Form und da wird es halt nicht leicht werden. Kann man sich als Einzelfahrer Allianzen unter den anderen Einzelfahrern suchen? Man kann es probieren. Aber ich versuche schon die letzten 10 Jahre oder noch länger und hat nie wirklich funktioniert. Aber trotzdem, also wir werden schon versuchen und vielleicht schaffen wir es in dem Jahr, dass wir das Meistertrikot zur Tour de France bringen. Wie so oft bei großen Meisterschaftsrennen fällt schon früh eine Vorentscheidung auf dem von vielen Fahrern offenbar unterschätzten Kurs, einer stark kupierten, kurvenreichen Achterschleife im Raum Güssing. Von Beginn an wird von den 6 gestarteten Auslandprofis trotz des starken Windes ein sehr hohes Tempo angeschlagen. Nach 10 Kilometern attackieren Titelverteidiger Ricardo Zeudel und Daniel Schorn. Im Sog des Tours folgen 8 weitere Fahrer. Dahinter eine Gruppe mit Eisel, Haller und Breidler. Als der Vorsprung der Spitzengruppe auf über 2 Minuten angewachsen war, organisiert Bernhard Eisel mit allen anderen Profis die Verfolgung. Der Routinier im Sky-Trikot schuftet bis zur sprichwörtlichen Selbstaufgabe für seinen Trainingskollegen, Trauzeugen und Mitfavoriten Marco Haller. Der Kärntner Kartuscher-Profi kann am steilsten Abschnitt des Kurses tatsächlich noch zur Spitzengruppe aufschließen. Auf den letzten 75 Kilometern sehen sich die 5 verbliebenen Profis noch 4 Fahrern des Welser Felbermayr-Teams gegenüber: Rabic, Kritschek, Müllberger und Großschartner. Einer Attacke von Ex-Staatsmeister Matthias Kritschek folgen dann nur mehr Haller, Schorn und etwas überraschend Mario Schäubl. Die Spitze hat bei der letzten Durchfahrt in Güssing über 1 Minute auf die Verfolger herausgefahren. Mehr als 10 Minuten dahinter das Feld. Zu Beginn der letzten Runde kann auch Schäuber das Tempo nicht mehr halten und fällt zurück. Jetzt sind noch Marco Haller, Matthias Kritschek und Daniel Schorn vorne. Auf den letzten Kilometern verliert auch Daniel Schorn den Anschluss und jetzt ist es eine Sache zwischen Kritschek und Haller. Wer hat noch genügend Reserven für den Zielsprint? Kurz vor Sulz kann auch Kritschek nicht mehr mit Marco Haller mithalten und so fährt Marco Haller nach 4 Stunden und 25 Minuten im Sattel solo Richtung Güssing und Staatsmeistertitel. Sein Schnitt 42,2 km/h. Marco Haller, meine Damen und Herren. Gratulation.
Marco, vor dem Rennen haben wir gesprochen. Marco Haller ist ein bisschen ein Favorit. Ich habe leider keinen einzigen Euro auf deinen Sieg gesetzt, aber man muss sagen, sehr, sehr überzeugend. Und was mir eigentlich auffällt, die beiden Tour de France-Starter haben beide Meistertitel geholt. Ja, das spricht natürlich auch für uns. Ich glaube, es ist einfach so, wir kommen beide von der Tour de Suisse gerade, sind also. Oder haben vor einer Woche ein sehr schweres Rennen beendet, was immer gut für die Form ist. Und es zeigt einfach, dass sich die Teams aus gutem Grund für uns entschieden haben. Und ich hoffe, wir können Österreich und Frankreich würdig vertreten. Und ich werde mein Trikot mit Stolz tragen. War die Strecke eigentlich wesentlich schwerer, als man ursprünglich gedacht hat? Die Topografie vielleicht nicht zwingend, aber es war die drückende Hitze, es war irrsinnig heiß. Die Distanz mit knapp 200 Kilometern ist auch nicht einfach und wir brauchen nichts reden. Die Fahrer haben das Rennen irrsinnig schwer gemacht. Wir sind quasi von Kilometer null richtig Radrennen gefahren und am Ende haben es nicht mehr viel ins Ziel geschafft. Einen, glaube ich, müssen Sie schon noch erwähnen, Ihren Freund, Trainingspartner Bernhard Eisel. Ne? Ja, klar. Ich meine, wir sind uns bewusst, dass wir als Einzelstarter ein hartes Los haben und mit dem Bernie sind wir gut befreundet und wir haben gesagt, wenn einer gute Beine hat, kriegt man, also die werden sicher nicht gegeneinander fahren und er ist ein guter Freund für mich und ich glaube, das hat gut gepasst. Wird man jetzt bei Katjuscha in Euphorie ausbrechen, wenn Sie mit dem Staatsmeistertrikot kommen oder nimmt man das eher als gegeben hin? Nein, ein Sondertrikot ist auf jeden Fall was Besonderes und das österreichische Staatsmeistertrikot ist immer sehr, sehr schönes gewesen und ich bin mir sicher, mein Team wird sich auch riesig darüber freuen, wenn ich das in der Mannschaft präsentieren darf. Und Ihre Position ist ja dadurch auch nicht schlechter geworden? Schlechter sicher nicht. Aber wir haben ein gut funktionierendes Team und so ist es den österreichischen Fans vom TV-Gerät vielleicht noch leichter, mich dann als einen Hubschrauber im TV zu erkennen. Matthias Kritschek, Sie dürfen schon die rot-weiß-roten Streifen auf dem Trikot tragen. Sie wissen, wie es ist, Staatsmeister zu werden. Als Vertreter eines österreichischen Teams ist es nicht ein toller Erfolg, hier trotzdem auf dem Stockerl zu stehen? Ja, auf jeden Fall. Also mein Ziel war wirklich, das Meistertrikot nach 2011 wieder zu erobern. Das war das Hauptziel und ja, ich habe wirklich alles dran gesetzt und es hat halt eben leider ganz nicht geklappt. Ich bin trotzdem froh im Podium, aber das Meistertrikot wäre eben das Maximum gewesen. Als Auslandsprofi auf Rang 3 ist, glaube ich, doch heute das Optimum gewesen, oder? Ja, definitiv. Für mich war das auf alle Fälle das Optimum. Gleich von Anfang an in der Spitzengruppe. Aber am Anfang, ich glaube so an die 10, 12 Leute. Dann sind die restlichen Legionäre aufgeholt, mehr oder weniger, glaube ich, kann man so sagen. Und von da weg war es natürlich klar, dass wir jetzt alles geben müssen, damit es so weiter funktioniert. Und ja, wir haben uns dann im richtigen Moment abgesetzt. Mit Marco, Matthias und Mario Schröbel von Tirol waren noch dabei. Und dann war es sozusagen Ausscheidungsfahren und so sind wir ins Ziel gekommen, jeder einzeln. Jeder ziemlich fertig. Ja, also das war definitiv, das hat jeder alles gegeben. Und das Ergebnis war dann so, okay, der Stärkste hat gewonnen und die anderen sind dahinter gekommen. Und da bin ich mit meinem Dritten, doch, das ist in Ordnung halt. Einen Viertplatzierten bei Staatsmeisterschaften zu interviewen ist immer ein bisschen bitter, aber entschädigt die U23-Goldmedaille für Michael Gogel für den heutigen anstrengenden Nachmittag? Ja, auf jeden Fall. Also, es war ein brutales Rennen. Man hat sich auf dem Rundkurs einfach nie erholen können und leider ist uns dann ein bisschen ein Missgeschick passiert, dass der Mario Schöbel vorne angerissen ist, sonst hätte man vorne auch in der Gruppe vertreten gehabt. Und hinten ist dann Nummer nur 23 Titel gegangen und den holen wir sicher können. Von den 94 gestarteten Fahrern kommen übrigens nur mehr 44 ins Ziel.